So, alle Samen bitte Platz nehmen, bitte hinsetzen. Dann wollen wir mal. Wir drehen das Ganze. Sven Pavlovitz, bin der Geschäftsführer der Firma Thelen vom Jekyll & Hyde. Jekyll & Hyde ist eine Propelleranlage der Firma KMG aus Holland. Wurde gebaut 2014, also 2014 war die Auslieferung. Premiere war in Paderborn auf dem Luna Park 2014. Das war Anfang des Jahres. Ja, die Propelleranlage ist 42 Meter hoch. Wir haben eine Geschwindigkeit von 120 km/h. Und es treten 4G-Kräfte auf. Ja, also ich mache das jetzt schon 8 Jahre lang. Jetzt müsste das sogar schon das 9. Jahr sein. Ja, also ich bin jede Woche woanders. Der Stadtwechsel gefällt mir sehr gut. Ich bin auch sehr gerne unterwegs und bin auch sehr gerne das ganze Jahr unterwegs. Es macht mir halt Spaß, auch mit Menschen zu arbeiten. Also ich bin dabei, dann haben wir noch 2 Angestellte und der Herr Thelen selber. Wir bauen auf an einem Tag, machen dann einen Tag Pflege und Wartung und bauen ab in 2 Stunden. Also wir haben einen Transport inklusive der Kassenwagen, einen Mannschaftswagen dabei und einen Wohnwagen dabei. Die Gestaltung finde ich sehr schön, ne? Also andere haben das noch nicht so. Also die Gestaltung ist schon wirklich top. Also der Bemaler, der hat sich auch sehr viel Mühe gegeben. Also die Firma B&B aus Holland, die hat das ja bemalt. Das ist ja auch bemalt und auch nicht beklebt. Also es ist schon richtige Handarbeit, was die geleistet haben, ne? Und was jetzt noch bei der Thematisierung ist, dass eine Geschichte noch mit erzählt wird. Weil Jekyll & Hyde ist ja eine ältere Geschichte. Es gibt ja Themen, da darf man das gar nicht benutzen, weil das ja gesichert ist. Da muss man ja auch drauf achten, dass man da keinen Ärger bekommt, weil das halt geschützt ist und das war jetzt nicht geschützt. Effekte haben wir jetzt ganz neu, 2 Moving Heads. Die haben wir hier oben auf den Lichterkästen, jeweils da und da. Dann haben wir noch einen Feuereffekt in der Telefonzelle drin und wir haben auch Nebeleffekte. Ja, dann werde ich euch jetzt noch ein bisschen was von der Steuerung erzählen. Was wir auch noch machen, wenn wir jetzt zum Beispiel Stromausfall haben, kann ich auch noch mal erklären, unsere Notbergung. Das zeige ich euch jetzt mal alles. Alles klar. So, hier sind wir wieder. Hier sind wir jetzt an dem Fahrpult des Geschäftes. Wir haben einmal hier oben an dem Schlüssel, können wir auf Steuerung 1 oder Steuerung 2 stellen. Steuerung 2 wäre in dem Fall, wenn wir auf- und abbauen, müssten wir auf 2 stellen. Und dann hätten wir dann halt hier die Hydraulikpumpe, die wir ein- und ausschalten können. Einmal haben wir hier die Bremse für den Hauptarm. Das heißt, wenn wir jetzt die beiden Arme einklappen müssten oder auseinanderklappen müssten, könnten wir somit die Bremse lösen. Und das wäre einmal Bremse für die Podiums, also für die beiden Treppen, dass wir sie rein- und rausschieben können. Das wäre für den Auf- und Abbau die drei Knöpfe. Mhm. Dann haben wir einmal Steuerung 1, das wäre der Fahrbetrieb. Da haben wir dann hier die ganzen. Das sind die 3 Knöpfe sind Beleuchtungseinheit für die Gondeln, für den Mast, für die Rückwand. Dann haben wir einmal hier die Scheinwerfer, die können wir damit ein- und ausschalten. Und hier haben wir die Blitzer, die sind mit in den Scheinwerfern integriert. Dann haben wir hier einmal Notaus-OK-Leuchte. Das ist für uns, wenn wir jetzt zum Beispiel Hydraulikdruck hätten, wenn die beiden Stempel Druck verlieren würden, würde die Lampe ganz langsam blinken. Das heißt, dann müssten wir einmal in T-Position fahren, also querstellen und einmal den Druck nachfahren. Dann haben wir einmal die Störungslampe hier. So, dann haben wir einmal den Startknopf, den Stoppknopf. Der wäre dann für die Gondel zum Laden. Das heißt, wenn ich jetzt unten welche einsteigen lassen habe und möchte die oben rauslassen, dass ich wieder neue Leute laden möchte, muss ich den auf einstellen, dann kommt die automatisch runter. Also ich brauche das nicht manuell steuern. Das heißt, ich drücke nur auf Start, dann holt er die automatisch runter und parkt den auch automatisch. Also ich brauche jetzt nicht selber parken. Dann haben wir noch einmal Sicherheitsbügel schließen und öffnen. Und die beiden sind auch nochmal Sicherheit. Das ist einmal für die Sicherheitsbügel, ob die zu sind. Das zeigt er mir hiermit an. Und das ist einmal für die Türen, ob die Türen zu sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel einer die Tür öffnet, würde das Geschäft abschalten. Wir haben einmal hier noch ein Poli für die Richtungen links, rechts und hiermit kann ich halt die Geschwindigkeit beeinflussen. Langsam, ganz schnell und dann halt die andere Seite auch. Langsam, ganz schnell. Ich kann halt so ein bisschen mit spielen. Ne? Mhm. Kann okay. Die Geschwindigkeit halt immer anpassen, wie ich das möchte. Also Automatik fahren wir in dem Sinne halt nicht. Also ich kann das so variieren, wie ich will. Ne? Fahrzeit haben wir 3 Minuten. Nach 3 Minuten schaltet das Geschäft automatisch ab. Also wir können nur 3 Minuten fahren. Also der TÜV sagt auch 3 Minuten. Das steht auch so im Baubuch. 3 Minuten, aber länger nicht. Also ich fahre auch sehr gerne mit. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ne? Das ist auch
wenn man jetzt oben so, das ist halt geil, man guckt so runter auf die Häuser zum Beispiel oder auf die Besucher. Man kriegt halt auch ein bisschen Angst, man denkt immer, ah, ich fall jetzt gleich raus, aber das ist auch so das Besondere daran. Ne? Also mir macht das auch sehr viel Spaß, ich fahre sehr gerne mit. In dem Notfall, falls wir Stromausfall hätten, können wir die Leute auch notbergen. Das heißt, wir haben hinten bei uns eine kleine Notstrombatterie, die versorgt den Hauptarm, dass wir die Bremse lösen können und die versorgt auch die beiden Bremsen von den Treppen. Und dann haben wir ein kleines Notseil an einem Mast befestigt. Falls der Arm jetzt quer stehen bleiben würde, brauchen wir keine Feuerwehr rufen. Wir können das Seil von oben runterschmeißen und können das dann per Hand runterziehen. Also die eine Gondelseite können wir runterziehen. Mhm. Und wenn wir dann halt unten die Leute raus haben, kommen die ja oben automatisch. Wenn ich dann die Bremse von dem Hauptarm wieder löse, kommen die automatisch hier runter, weil das Gewicht ja schwerer ist. Und dann können wir die auch nochmal notbergen. Also hier haben wir nicht so das Problem mit Stromausfall. Wir kriegen immer die Leute raus, egal was passiert.